Liebe Erlangerinnen und Erlanger, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute auch wieder ein Corona-Update. Eine Sache zum Thema Impfen, dass es wichtig ist und Sie es weitermachen sollen und auch andere motivieren, ist nichts Neues. Woran arbeiten wir gerade? Wir sind jetzt, wie die Schule wieder losgegangen ist, dabei in den Schulen, also in den weiterführenden Schulen zu impfen. Entweder kommen die Schülerinnen und Schüler zu uns ins Impfzentrum oder wir kommen auch vor Ort. Also der Aufruf auch an alle Eltern, das Angebot kriegen Sie über Ihre Schulen dann auch zurückzumelden, die Unterlagen auszufüllen. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren auch geimpft werden können. Und darüber hinaus gibt es natürlich die ganzen Impfangebote vor Ort in den Arkaden, im Impfzentrum, in den Stadtteilen. Informieren Sie sich einfach auf unserer Homepage. Zweites Thema, das mir wichtig ist, ab Mitte Oktober, das haben Sie bestimmt mitbekommen, da laufen die kostenfreien Bürgertests auf Corona aus. Künftig kann sich dann nur noch kostenfrei testen lassen, wer sich nicht impfen lassen kann, zum Beispiel aus medizinischen Gründen, und alle anderen, für die müssen dann künftig dafür bezahlen, wenn sie den Corona-Test machen. Aus meiner Sicht noch ein wirklich gutes Argument, sich jetzt auch impfen zu lassen, weil die 3G-Regeln, die gelten bis auf Weiteres ja auch fort. In dem Sinne, halten Sie weiter Abstand und bleiben Sie gesund.